Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 91 vom Kerbal Space Programm. Ja, da sind wir drinne. Und jetzt gehen wir wieder hoch ins All. Und wir gehen natürlich hier hin zu unserer Rescue und den Dunford da wegzuholen, ne? Ja. Na, das sind die kleinsten Objekte, die sie anzeigen konnten. Das ist ein Männlein. Okay. Steht sonst da noch was? Info? Nee. Gut, okay. Und das ist aber unser Schiff und da müssen wir hin. Unsere Rakete zur Rettung. Gut, da fliegen wir. Dunford ist da hinten. Target haben wir gesetzt. So, jetzt müssen wir mal eine Übersicht erstmal kriegen. So, wo sind wir da? Okay. Nochmal die Karte. Wie war denn reinzoomen? Hm? Eigentlich mit dem Mausrad, aber ich habe die Maus gewechselt. Deswegen kann ich nicht mehr reinzoomen oder sowas. Auch schön, ne? Zoom in and find out, oder wie? Wahrscheinlich mit Plus und Minus. Ist genau so. So, okay, da haben wir's. Und wir haben letztes Mal noch ein bisschen was gemacht. Und dann müssen wir da, fliegen wir, glaube ich, auf die Außenbahn raus. Fliegen wir mal ein Stück weiter. Die Entfernung gerade geguckt. 26,2 Tendenz größer werdend. Aber hier schneiden wir die Bahn von Dunford und wir sind dann außen. Jetzt müsste sie eigentlich wieder kleiner werden, richtig? Genau so ist es. Dann fliegen wir mal eine ganze Ecke weiter. Und gucken wir mal, wie sich das entwickelt. 19.000. Bin ich gespannt. So, jetzt haben wir einen eingeholt, leider. Da sind noch 12.000, sind dann so 12.000, ne? Wow. Na, jetzt sind wir wieder vor. Okay, das ist jetzt schlecht zu sehen. Jetzt haben wir wahrscheinlich die gleiche Geschwindigkeit wie er, aber 25 Kilometer sind das. So, jetzt holen wir wieder auf, glaube ich, ne? Kann das sein? Ja. Jetzt gucken wir mal, dass wir wieder neben ihm kommen. Sieht gar nicht schlecht jetzt gerade aus, ne? Kann das sein? Ja, was müssen wir machen, ne? 4 Kilometer nur. Steigen wir mal aus, nicht aus, ein. 4 Kilometer ist nicht viel, ne? Nochmal gerade auf die Karte. Und das wird noch weniger, so wie das aussieht, oder? Okay. Jetzt müssen wir gucken, dass wir auf ihn zukommen, ne? Oder wie ist das? Das ist ja fast nichts, ne? So, das heißt Docking eigentlich, oder? Hm, jetzt wird's schwer. Was denn so mit unserem Sprit hier so? Docking geht gar nicht, weil wir gar keine passenden Düsen dafür haben, ne? Genauso sieht's aus. Das ist schlecht. Okay, das heißt, alles, was wir jetzt machen, müssen wir sowieso mit unserem Haupttriebwerk machen, ne? Da ändert sich nichts. Okay. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir da näher rankommen im Endeffekt. Das passiert auch noch die ganze Zeit. Hm.
heißt, wir müssen uns unbedingt in die Richtung zu ihm erstmal drehen. So, er verschwindet ja nach da. Das heißt, wir müssen hier einmal kurz Gas machen. Oder sehe ich das falsch? Ne, das läuft nicht richtig. Drehen wir mal um. Weiter, weiter, weiter. Jetzt ist er gleich weg. Jetzt haben wir gerade nochmal hier. So, jetzt ist schlecht schon wieder. Da müssen wir weiter vorne anpacken. Add-Manöver. Viel zu viel. Oh oh. Das ist jetzt ganz schlecht gerade, ne? Nein, so will ich doch gar nicht. Zoom mal raus. Zu viel. Weniger. Passt. Weniger. So. Ich glaub schon. Suchen wir schnell den blauen Punkt. Da ist er. Noch 20 Sekunden, um dahin zu kommen. Okay, 7, 4, 3, 2, 1, go. So. Der weg. Und wie viel ist die Entfernung zu ihm jetzt? 3,3 Kilometer. Gehen wir weiter rein. Wird allerdings noch ein bisschen größer, aber eigentlich sieht das gar nicht mehr so schlecht aus, oder? So, wir fliegen außen. Und er fliegt innen. Er hat 103, ach, das ist die Höhe. Die Geschwindigkeit von ihm ist 2200, wir haben 2100, wir sind also langsamer. Das heißt, wir müssen eigentlich in Flugrichtung beschleunigen, ne? Ist nur die Frage, wo die Flugrichtung ist jetzt gerade da lang, ne? Wo ist er denn? Er ist da schon. So, jetzt mal rum. So. Gut. Stopp. Das wäre jetzt unsere Flugrichtung. Wenn wir jetzt aber schneller machen, was passiert dann? Nicht unbedingt das, was wir wollen, ne? Also so sehe ich mal so. Geht's eigentlich, ne? Ja, so ist es gut. Das heißt, wir müssen eigentlich nur gucken, dass wir jetzt hier an diesem Punkt irgendwo noch mit ihm näher in Kontakt kommen, in Anführungsstrichen, ne? Zoomen wir mal raus. Da hinten ist ja noch alles kleiner, das ist auch nicht gut. Und das ist ja dann noch viel schlimmer. Das heißt, wir müssen da mal schnell Manöver setzen, damit wir da ah,
Ich glaube, so ist schon ganz gut. Und das Ganze passiert in einer Minute. So, dann mal schnellstens dahin. Aber da ist ja schon die Marke zum Glück. Bisschen tiefer, ein bisschen rechts. Tacken nach links. Gut, und das Ganze in 35 Sekunden wieder Gas geben. Nicht schauen wir das alle so, wie wir das wollen, aber es sieht eigentlich relativ gut nach aus, ne? So. Jetzt 18 Sekunden noch, 17, 16, 15, 14. Ja, kommt schon, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Passt. Weg. Entfernung zu ihm 8 Kilometer. Wir haben die Innenbahn. Er hat die Außenbahn. Er hat 2,2. Wir haben 2224. Er hat 2227. Das heißt, er fliegt nur eine Tacken schneller, oder wie ist das? Aber wir nähern uns ihm. Okay. Dann lass mal gerade ein bisschen schneller laufen. Okay, wir kommen noch näher. Jetzt sind wir gleich wieder zu nah. Jetzt haben wir ihn gleich wieder überholt, ne, oder? Na super, das hat wieder gut geklappt. Wir sind insgesamt verkehrt hier am Fahren, Fliegen. Ein Manöver. Vergesst es, das Manöver. Ich will erstmal nur größer werden wahrscheinlich, ne? Das bringt nix. Weg. Gut. Nein, das will ich nicht mehr adden. So, das möchte ich gerne machen. Schwierig ist das. Einfach aus dem Grunde, weil wir ja nicht sehen, wo es da so überhaupt ist, ne? Wir sind immer auf der Innenbahn, richtig? Und mal da nochmal ein Manöver dazu. Dieses hier. Weg. So, jetzt nochmal das. Ich muss größer werden. Das machen wir jetzt erstmal. Genau so. So, wo ist die Apoapsis? Von Körben. Dunfurt, so heißt er. Das ist unserer. 112, 7, 5, 6. Und das ist 130. Ich glaube, das ist seine.
Wo ist denn unsere? Ach da. 106. Ja, ich denke mal, das machen wir jetzt erstmal hier. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. So, da sind wir schon passend. Tacken nach links. Wie sind die? Tacken nach links. So, das passt. Dann müssen wir gleich einmal Gas geben. In 30 Sekunden. Gerade doppelte Geschwindigkeit dahin. So, 7 Sekunden. 3, 2, 1, go. Stopp. Wunderbar. So, den Punkt können wir jetzt hier knicken. Weg, genau. Ich will jetzt nichts ändern, ich will jetzt nur wissen, wir haben 127 und er hat 113. Das kann nicht sein, dass wir da oben 127 haben. 108, 115. Das ist ja voll doof. Das heißt, wir müssen mal jetzt gucken, wo die Flugrichtung ist. Jetzt haben wir gar keine Flugrichtung mehr. Doch, da ist unsere Flugrichtung. Zurzeit ist die da. Warte mal, das ist aber der Hinweg oder Rückweg? Ich glaube, das ist rückwärts, oder? So, wenn wir hier Gas machen, was passiert dann? 108 und 127. 108 und 127. Dann wird sie da größer. Das heißt, wir müssen genau umgekehrt fliegen. Umdrehen. So. Gut, nochmal den Test. 108, 128. Das sind 300 weniger geworden, das sind 127 weniger geworden. Irgendwo wechseln wir gleich. Ich fliege mal ein Stück vor. So, das wird kleiner. Was wird's denn da? Das wird auch kleiner. Das ist also eigentlich nicht richtig. Oh Mann. Vorfliegen, bis wir da oben sind. So, jetzt überholt er uns gleich noch. Gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Abstand 20.000. Voll doof. Sechzehntausend. So, jetzt sind wir gleich hier bei der Apoapsis.
So. Kurz noch vorrücken, dass wir da sind. So, und jetzt gehen wir mal Schub. Und das ist die falsche Richtung. Super, ne? Schnell auf der anderen Seite. Und jetzt nochmal Schub. So. Wie sieht es jetzt hier aus? 115, 116, 113. So, jetzt sind die beiden gleich. Das ist schon mal das, was ich haben wollte. So, gleich müssen wir, glaube ich, auf der anderen Seite hierhin zielen, glaube ich. Lass mal fliegen. Jetzt haben wir gerade die Ansicht von da. Wie viel Entfernung ist denn das? 20.000. Steigt aber. Und wenn wir da sind, müssen wir gucken, dass wir da hinten das gleich kriegen, oder wie ist das? 107 und 108. Das ist schon mal falsch. Oh, da ist jetzt so viel, dass ich das gar nicht hinkriegen kann. Escape. Nein, nicht, das ist passiert nicht da. Deren weg. So, nochmal. Add Manöver. So, ich habe da 107, genau. Hundertzweiundfünfzig ist bei weitem zu viel. 107, 113, jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Wir sind vor, das heißt, wir müssen ein klein bisschen mehr haben wie er, denke ich mal. Hundertdreizehn, 112, ne? Ich glaube, so ist das richtig. Schnellstens den blauen Punkt gesucht. Da ist er. So. Stück vor. So, jetzt haben wir das erreicht. Und 9 Sekunden, 8 Sekunden, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Passt. Fürs Erste. Das weg. Gut.
Wir haben hier 112 und er hat hier 113. Und da drüben haben wir, kann man nicht lesen, ne? Kurven 115 und wir haben irgendwie 116. Okay, aber ich würde sagen, für die Folge soll das wieder reichen erstmal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.